Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Heute haben wir mal so einen schönen alten Golf 1 hier. Und zwar müssen wir bei dem einmal die Bremsbacken tauschen, da die Bremswerte nicht mehr ausreichend sind. Das Ding ist hinten ein bisschen beim Bremsen. Und wie gesagt, heute werden wir deshalb die Bremsbacken einmal tauschen. Und danach zeige ich euch, wie ihr das Radlager wieder richtig einstellt. Denn der hat ein außenliegendes Radlager, das heißt, der hat einen Zapfen, der raussteht, da kommt die Bremsscheibe drauf und von vorne wird dann ein Kegelrollenlager nennt sich das, reingeschoben und mit einer Mutter gekontert. Man darf das nicht zu fest machen, weil sich sonst die Bremsscheibe schlecht drehen lässt, aber auch nicht zu locker, weil dann würde das Rad halt wackeln. Wie das dann genau funktioniert, seht ihr dann am Ende. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe den jetzt schon mal angebockt. Das heißt, Rad runter, Scheibe runter und los geht's. Runter. Hier sehen wir jetzt die Bremstrommel. Ich habe gerade Bremsscheibe gesagt, habe ich gerade gemerkt. Ne, Bremstrommel. Die Fettkappe muss einmal runter, weil da drunter ist nämlich dann die Mutter, die das Kegelrollenlager gegen den Zapfen halt festhält. Haben wir das los, können wir die Scheibe, die Trommel so runterziehen. Dafür nehme ich mir einfach einen Schraubendreher und ein kleines Hämmerchen. Und dann seht ihr schon, wie das hier schon entgegenkommt. So, die Kappe ist runter. Hier drunter sieht man ganz viel Fett. Das Fett könnt ihr am besten einmal mit dem Finger runterziehen und in die Kappe wieder reintun, denn das brauchen wir anschließend wieder. Alternativ habt ihr eine Fettpresse da oder überhaupt Fett und könnt das halt anschließend einfach erneuern. Das sieht aber noch sehr gut aus, von daher würde ich sagen, nehmen wir das Fett hier schön vorsichtig runter. So viel geht, tun das hier rein und jetzt sehen wir hier natürlich, hier ist ganz viel Fett drin, das können wir danach wieder schön aufs Lager drauf schmieren. So, den Rest nehmen wir einfach mit dem Lappen hier weg, so ein bisschen, damit wir hier an diesen Sicherungssplint auch drankommen, vernünftig. Hier können wir den gut sehen. Und zwar nehmen wir dafür einen Schraubendreher, stecken den hier zwischen und biegen den einmal so ein bisschen auf. So. Hier auf der anderen Seite das Gleiche. So, und dann nehmen wir uns eine Zange und ziehen das hier mal so ein bisschen zusammen und dann geht das auch schon nach unten auf. So, und dann können wir den einmal nach oben hin wegziehen oder hochschieben. So, und dann ziehen wir den hier einmal raus. Den könnt ihr neu machen, wenn ihr habt. Wenn er gut aussieht, so wie der hier, kann man den danach wieder verwenden. Der hat keine tragende Funktion, der soll einfach nur dazu da sein, diese Kappe, die hier drauf ist, zu sichern, damit sie sich nicht verdreht. So, hier drunter kann man jetzt schön die Kontermutter sehen. Die dürfte jetzt eigentlich nicht fest sein, deswegen kann ich jetzt hier mit einer Wasserpumpenzange drangehen. Und einmal ganz vorsichtig nur lösen. Zack. Habt ihr jetzt gesehen? Also wirklich keine Kraft dahinter. So muss das Ding danach auch wieder drauf. So,
So, dann können wir die Bremsscheibe eigentlich hier runterziehen schon. Wir sehen halt, dass uns jetzt schon das Lager entgegenkommt. Dann nehmen wir das hier einmal raus. Und hier könnt ihr sehen, das ist dieses Kugelrollenlager. Das legen wir einmal zur Seite. Bevor wir es einbauen, einmal ein bisschen sauber machen und dann mit neuem Fett wieder reinschmeißen. So, und dann ziehen wir die Bremstrommel hier weg. So, legen die einfach nur beiseite. Und hier können wir jetzt ganz schön die Trommelbremse erkennen. Das heißt, das sind die beiden Bremsbacken, die wir austauschen werden. Hier haben wir so ein paar Federn, die alles irgendwo zusammenhalten. Die Dinger sind dafür da, dass die Bremsbacken nicht nach vorne rausfallen können. Die sind von hinten, ja, da ist so ein Splint drin, dann ist eine Feder und so ein Teller drunter, der um 90 Grad verdreht ist, damit das nicht rausrutscht. Das ist auch das Erste, was wir jetzt einmal rausnehmen, weil ich nehme das ganze Gerät komplett raus. Dann gehen wir zur Werkbank, zerlegen den und bauen das Ding dann wieder zusammen. Und im Ganzen schieben wir das dann hier wieder rein. Man kann es natürlich auch jetzt schon komplett zerlegen und dann einzeln zusammenbauen, aber ich mag die Version komplett zusammenbauen und dann so rein einfach lieber. So, wir drücken jetzt einmal die Feder hier zurück, haben hier diesen Splint von hinten und können den dann einmal versuchen zu drehen. Und dann, nicht ganz. So, und dann kommt uns die ganze Feder mit dem Teller raus. Dann nehmen wir hier den Stift von hinten auch raus, stecken das jetzt alles wieder zusammen, damit wir das nicht verlieren. Das gleiche machen wir selbstverständlich auch auf der anderen Seite. So, da müsst ihr vorsichtig sein, nicht, dass euch das jetzt hier alles um die Ohren fliegt. Und zwar ziehen wir eine Bremsbacke nach hinten, damit wir hier aus dem Radbremszylinder rauskommen. Und schieben die um den Radbremszylinder rum. Das gleiche so. Und dann können wir das Ding hier einmal vorsichtig raushebeln. Nach oben hin, so. Und dann müssen wir jetzt nur noch hier oben das Bremsseil aushaken. So, wir gehen am besten mit einer Zange hier auf diese Feder und versuchen, die so ein Stück zurückzuziehen, damit wir dann das Seil hier Feder rausgegangen, ist nicht schlimm. So. Zack. Und dann ist es schon los. Die Feder, die hier jetzt rumhängt, die gehört eigentlich hier rein. So, und dann gehen wir jetzt, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt mal zur Werkbank und bauen einmal um. So, hier sehen wir die alten, das sind hier die neuen Bremsbacken, das heißt, die legen wir zur Seite, zerlegen das komplette Gerät hier und bauen einmal alles um. Natürlich solltet ihr euch merken, wie das jetzt alles hier zusammengebaut ist. Das heißt, hier diese Feder, die wird von der Seite eingehangen, also auf der gegenüberliegenden Seite des Bremshebels. Und geht einmal durch diese Führung schräg nach oben und wird dann hier wieder eingehangen. So, und auf der Seite haben wir hier einmal eine Feder. Die müssen wir dann auch aushängen. Hier den Pin rausziehen. Und dann alles wieder einmal da direkt einbauen.
So, den Klotz habe ich jetzt einmal hier von der Seite gelöst, den lege ich zur Seite. Und dann habe ich hier diese Feder, dann ist hier noch eine Feder. Ich hänge jetzt erstmal die hier unten aus. So. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die andere Feder, die hier durchgeht, von oben nach unten, die ist ziemlich fest auf Spannung. Das heißt, jetzt müssen wir einmal mit Gewalt ein bisschen auseinanderziehen, dass der Pin hier oben rausfällt und dann nach oben hinweg drehen. So. Und dann haben wir das Gerät hier schon mal. Wie ihr sehen könnt, bei dem Dingen wird der hier vorne eingehakt und hier wird der einmal in die Bremsbacke hier oben eingehakt. Das heißt, das Ding geht dann später so rein. Wie gesagt, das Ding wird dann hier so eingehakt von hinten und sieht dann so aus. So, jetzt nehmen wir uns das mal alles hier so beisammen. Zack. Zack. So, jetzt kommt der spannende Teil wieder. Wir setzen das Ding hier rein. Nehmen uns die Feder mit dem Winkel, schieben die hier rein und ziehen den jetzt einmal hier rüber. Und jetzt gilt es hier natürlich, die Feder hier einmal um die Kante zu ziehen. Dafür nehmen wir uns am besten eine Zange. So, dann hängt das Ding hier schon mal drin. Das war jetzt eigentlich auch der schwierigste Teil vom Ganzen. So, wir nehmen uns dann die Feder mit dem langen Teil hier, hängen das hier einmal rein, schieben das einmal schräg hier durch, dass der hier oben reinguckt, durchguckt im Prinzip, und hängen den dann hier oben in die Kerbe ein. Noch ist er nicht ganz drauf. Ich schiebe das jetzt hier noch einmal nach. So, jetzt ist er drauf. So, dann sind wir jetzt oben fast fertig. Jetzt gilt es darum, den Pin hier wieder reinzuschieben. Und zwar muss der nämlich hier einmal so durch. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen Gewalt anwenden. Das Ding einmal versuchen irgendwie auseinanderzuziehen. Das heißt, wir setzen den hier schon mal an und ziehen dann das ganze Gerät einmal ein bisschen auseinander, so, dass er hier einmal durchflutscht und hier unten einmal so rausguckt. So, das sieht jetzt vielleicht alles ein bisschen einfach aus, ist es aber nicht. Und zwar müssen wir nämlich den Bremszug hier wieder reinwursteln. Dafür müssen wir hier diese Feder einmal ein Stück zurückdrücken. Die ist ziemlich fest. Und hier wieder einmal reinfummeln. Dafür nehme ich jetzt die Feder, die untere, erstmal raus. Die ist eh nicht auf Spannung gerade. Und gehe dann dahin und drücke den Bremshebel hier ein bisschen raus. Dadurch verschiebt sich das alles und dann muss ich den hier ein bisschen mit dem Finger auf Spannung halten, damit wir den gleich hier so reinwursteln können. So, um den dann einmal nach oben hin wegzukippen, um den dann wieder richtig reinzusetzen.
Dafür nehme ich mir jetzt einfach eine Wasserpumpzange, halte richtig fest, also das muss man schon richtig festhalten, und schiebe das ganze Ding hier einmal zurück. Also das ist schon ziemlich schwierig, muss man schon so gestehen. So, der Bremszug ist drin. Jetzt halten wir ihn auch ein bisschen auf Spannung und drehen einmal hier wieder alles um. Jetzt führen wir den hier oben in den Bremszylinder ein. Setzen das ganze Gerät mal hier so an und schieben das Bremsseil hier unten einmal hin. Achso, ich sehe gerade, der sitzt hier noch nicht zu 100%. Das heißt, da müssen wir noch mal ein bisschen nachziehen. So, jetzt. So, jetzt sitzt er auch hier hinter, damit er nicht hier wegrutscht. So, und jetzt folgendes. Ihr hängt eine Seite unten raus, achtet aber darauf, dass hier alles schön in der Führung ist. Hängt die Feder hier unten ein und dann guckt da, wie weit ihr hier rein müsst. So, zack. Und jetzt gilt es halt darum. Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt keine bessere Lösung gefunden. Hier schön mit dem Schraubendreher hinten durchgehen, dann gegen diese Führung hier gehen und einmal das ganze Ding hier drum ziehen. So, und alles perfekt, alles drin. Jetzt müssen wir die Dinger hier wieder mit den Stiften versehen, mit den Federn. Aber das Wildeste haben wir jetzt schon mal geschafft. So, einmal den Stift hier hinten durchschieben wieder, einmal das Loch suchen. Gucken, ob ich es finde. Da ist er. So, und dann spannt ihr euch das Moped hier einmal in der Wasserpumpenzange ein, haltet von hinten den Pin gegen. Richtet das aus, dass es hier schön durchgeht. Und das wird euch nicht einmal passieren, dass euch das Ding wegfliegt. Ich schaffe es auch selten mal beim ersten Mal. Neuer Versuch. Um 90 Grad drehen und fest ist er. Das gleiche machen wir natürlich mit dem zweiten auch.
So, und der ist auch drin. So, dann geht die Trommel wieder drauf. So, und jetzt nehmen wir uns das Lager, nehmen hier ein bisschen Fett und schmieren das einmal alles ein. Und setzen das dann einmal hier so rein. Jetzt müsst ihr das drehen, weil da ist eine Nut drin. So, passt nämlich nur in einer Position dann durch diesen Sicherungsring hier außen. Schieben das einmal so rein. Die Mutter wieder drauf. So, und jetzt ziehen wir das einmal gut fest. Einmal gut festziehen, so. Und dann einmal ein bisschen lösen. So eine Viertelumdrehung. Dann könnt ihr einmal kontrollieren, ob der hier irgendwie Spiel hat. Hat er nicht. Ne, ich zeige euch jetzt mal, wie das sonst aussehen könnte, wenn wir die jetzt ganz lösen. Dann hätten wir nämlich hier Axialspiel. Und das würde sich mit der Zeit einfach rausarbeiten dann. Ne, und hier haben wir auch nochmal Spiel. Dann ziehen wir die jetzt schön einmal so leicht. Ich muss nochmal machen, hier nochmal fest. So, einmal los. Und dann haben wir hier minimal, also wirklich minimales Spiel. Und das ist in dem Fall dann auch so in Ordnung. So, dann setzen wir hier unsere Schutzkappe wieder drauf. Müssen natürlich gucken, dass er die so aufsetzt, dass das Loch auch frei ist. So. Und schieben dann unser Dingen hier wieder durch. Und ziehen die Pins hier unten wieder auseinander und einmal hier rum halt. Dann kann überall noch ein bisschen Fett drauf, schadet nicht. Und dann die Fettkappe hier wieder drüber. Und die hämmern wir jetzt einfach mal vorsichtig rein. Bremsscheibe in Ordnung. Wir haben ganz leichtes Radlagerspiel. Und somit ist die Geschichte hier erledigt. Ja, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft dem einen oder anderen vielleicht auch in Zukunft, was Bremstrommeln angeht. Das ist mal so ein Thema für sich. Wie gesagt, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne noch machen. Es ist nämlich kostenlos. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand, was ich hier so treibe. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.